war bei Ihnen ja der Lymphknoten entfernt worden. Ich hatte einige Knochenbrüche und OPs bisher und war immer der Überzeugung, das kriegt man wieder hin, das kann man wieder machen. Aber jetzt. Ja, das ist schon ein beachtlicher Ausdehnung. Also, für mich steht alles außer Frage. Also, ich weiß, dass du die Krankheit besiegen wirst. Und weiter denke ich nicht drüber nach, weil alles andere würde mich. Fress ihn einfach auf, den Krebs. Auch wenn meine Familie weit weg wohnt und meine Freunde, dann muss ich das irgendwie allein schaffen. Das glaube ich zumindest. Gib mir die volle Scheiße jetzt. Um das Kümmern geht's, um das Annehmen von Hilfe und Nicht-Annehmen von Hilfe. Ich wollte gerne die Kraft haben, irgendwie für dich da zu sein, aber ich habe das einfach nicht gekonnt. Dass man vielleicht in eine andere Welt kommt. Ah. Oder dass ein neues Leben halt dann anfängt. Hütten, Käse, ja. Und Essig. Also versuch alles mit Essig zu machen. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich vorher so viel anders falsch gelebt habe. Du bist aber neugierig. Ich bin neugierig. Und ich will ja doch gesund bleiben. Ich will ja doch nicht sterben. Also in dem Sinne, dann tot, ja. Ich will nicht sterben. Will ich ja nicht.